Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Staxel. Ja, ich habe ein bisschen das durchlaufen lassen. Es sind nur noch 86 Fossilien übrig. Und ja, BZW jetzt nur noch 85. Ich werde jetzt mal eben schnell die hier rausbringen. Das hier abholen. Und mal schon ein wenig was reinpacken. Ihr seht, es hat sich gut was angesammelt. Ich habe halt, wie gesagt, echt einfach die Maschine laufen lassen. Habe dann in der Zeit einfach mal ein bisschen aufs Handy geguckt. Ein bisschen nebenbei was gespielt. Und ja, was soll ich sagen? Dabei hat sich halt, wie gesagt, gut was angesammelt, wie ihr seht. Ich werde jetzt wahrscheinlich dementsprechend zwei Folgen lang das haben, da ich jetzt forcieren mache, weil mir reicht das jetzt eigentlich auch hier mit der Geschichte. Moment, doch war da. Da ich hier das eine Fossil angeblich noch nicht habe. Das möchte ich unbedingt haben und deswegen lasse ich die ja momentan auch durchlaufen. In der Hoffnung, dass es halt dabei rumkommt. Ne. Bei Insekten habe ich ja alles und bei Fischen fehlen mir nur noch 4 Sachen. Da habe ich offensichtlich auch schon wieder, wie ich gerade feststelle, 2 gefunden. Die beiden nämlich. Die hatte ich nämlich vorher nicht. Tatsächlich. Und den hier. Obwohl, nee, der Goldfisch wurde nur überarbeitet. Den hatte ich schon mal. Das weiß ich. Aber die 4 Sachen fehlen mir noch. Und Gemälde fehlen mir eh noch 3. Aber das mal nur außen vor. Wird wieder zurück auf Inventar. Ich werde natürlich jetzt nicht alles in die Kiste packen und dann warten, bis die Kiste abgeholt wird. Sondern ich werde jetzt auch mal eben mit einer Ladung auf den Marktplatz gehen. Achso, ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls es zu Rucklern oder Ladezungen kommt. Es ist einfach Staxel. Ganz einfach. Wenn irgendwas passiert, ich sage dann einfach nur noch, es ist einfach Staxel. Das ist so jetzt die Standardantwort, die ich immer gebe. Wenn sowas passieren sollte. Aber ich hoffe halt, dass es nicht zu oft passiert. So. 300. 1000. 500. 100. 600. 600. Aber ihr seht, es sammelt sich jetzt wieder links. Heißt, ich kann jetzt gleich wieder mich ans Haus Aufbau auch noch machen zusätzlich. Also es wird nicht nur Fossilien sein, die ich jetzt verarbeite dann in dem Fall. Hätte aber auch sein können. So, so. Das noch. Hallo Cecil, mit dir will ich auch noch mal reden. Okay. Wir haben übrigens Cecil auch schon fast auf Max. Also da muss ich auch mal zusehen, dass ich da mal mich beeile. Mit dem, in Anführungszeichen, Freundschaftsstatus. Na gut. Wollen wir mal lieber zusehen, die ganzen Sachen zu verkaufen hier. Und wenn wir das dann durch haben, können wir erstmal gleich nochmal zurückgehen und die nächsten Sachen holen. So. Jetzt haben wir einfach mal 13.000 nur durch Fossilien gemacht. Also es lohnt sich doch, die zu sammeln. Natürlich über längere Zeit. So, ich spreche nochmal mit Fallen, vielleicht hat er was Neues zu sagen. Okay, nein, er hat immer noch den Insektensatz auf Lager. Okay, ja gut. Sind halt alles so Sachen, ne? Die man mal machen kann. So Karten sammeln. Es gibt ja auch Leute, die sammeln Kronkorken. Ich sammle zum Beispiel auch Briefmarken tatsächlich. Zwar etwas erfolglos, also nicht im großen Stil halt, anders gesagt. Aber halt trotzdem sehr viele. Habe ich eigentlich hier hinten den Kasten vollgeräumt einfach? Ja. Gut, was ist da alles reingekommen? Eine Menge.
Und dann rennen wir mal nochmal zum Markt. Dann ändert sich die Zahl von 13.000 nochmal hoch. Ist ja auch immerhin was, ne? So. Und wieder von Clown aus verkaufen. Ach ja, schön, dass die bis zu 500 bringen. Aber die Ketten. So, und wieder zurück. Wir sind schon bei 16.000. Sprich, wenn ich den Rest an Forcierenden habe, bin ich wahrscheinlich irgendwo bei, sagen wir mal so 30.000, 40.000 am Ende so. Summa summarum, ne? Mal gucken. Da ich mal hoffentlich auch das Fossil dabei habe, ist halt noch die Sache. Sprich, dann brauche ich es eh doppelt, weil ich muss ja auch als Ausstellungsstück noch ins Museum bestimmt packen. Okay. So, jetzt stelle ich mich wieder hier rauf. Ich weiß es nicht. Es ist extrem langweilig, darauf zu warten. Ich kann ja eigentlich mal was anderes machen gerade. Denn ich habe ja schließlich auch noch andere Aufgaben hier. So. Kuhfutter brauche ich auch wieder. Na gut, dann ist das so. Mal gerade bei den Hühnern geguckt. Ja, yep, jetzt kommt wieder dieser Ruckel. Heinz, dann gucke ich erstmal. Oder auch nicht. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ich muss mal in eine geladene Zone bleiben gerade. Frechheit. Wie schaut hier aus? Ah, kann ich ja schon ernten. Wow. Okay, das war jetzt wieder mal extravagant schlimm, wollte ich gerade sagen, mit dem Ladebereich. So. So. Es ist einfach furchtbar, wenn man halt sowas macht, ne? Ja. Okay. Ja, das ist halt irgendwie nicht so, wie ich es haben möchte. Hier drin ist auch ein paar Sachen nur geladen. Okay, aber das hat gereicht. Unfassbar. Die beamen sich ja bei mir schon. So. Oh, hallo Fossil, was da vorne liegt. Dich nehme ich nicht mit. Okay. Den Pilz nehme ich wieder mit. Oder es geht nicht? Fragezeichen. Oh. Ich glaube, das geht nicht, oder? Okay, nee, es ist gerade wieder am Hängen. Ah, jetzt. So, aufheben. Hallo? Oh Gott. Leute, ich hasse es so ganz minimal. Aber es ist halt, wie gesagt, Stacksel. Es stackt halt noch ein bisschen. Oh Gott, das war eigentlich ganz gut sogar.
Also. Ah! Gott, hör auf zu stacken. Okay, ich gehe mal ganz kurz ins Menü. Eventuell kommt ein kleiner Cut, falls es zu lange dauert. Von daher, bis gleich. So, jetzt habe ich ganz kurz einen kleinen Cut gemacht, wahrscheinlich. So, jetzt packe ich den Kohl dahin. Und hoffe, dass das einfach reicht. Oder muss ich den dahin packen? Naja. Ich kann auch da noch einen Kohl hinpacken, natürlich. Fällt mir mal so ein. Einfach aus Zwecken. So, und den Rest verkaufe ich. Prinzipiell am sinnigsten gerade, daher ich ja eh noch ein klein wenig mehr Geld brauche. So wollte ich sagen. War schon beim nächsten Wort. Ein kleinig. Neue Wortschöpfung. Ein klein wenig mehr Geld. So. Das ist ja jetzt wirklich niedlich halt. Aber das hier. So, 1260. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir das noch und das noch. 100 für die versteinerte. Und für die kriegen wir nur 10. Heißt also genau genommen nur 5 für eine. Also versteinerte Scheiße ist mehr wert als richtige frische Scheiße, Leute. Merkt euch das. Okay, Spaß beiseite. Ist halt ein bisschen lächerlich, aber trotzdem so dem Vergleich mäßig. So. Ja. Ah ja, genau, ich wollte ja noch Tierfutter holen. Für Hühner und für Kühe. Kann ich eigentlich auch theoretisch. Ja, wisst ihr was? Das mache ich jetzt hier. Bup. Bup. So, 2000 dafür. Und nochmal ganz viel Hühnerfutter. So. Da habe ich das nicht in dem Bestellkatalog so überlastet. Also langsam läuft die Farm. Klar, ich will noch zwei, drei Kühe mehr haben und eventuell auch noch ein paar Hühner mehr. Aber so bis jetzt alles tutti frutti. Ne? Und bisher jetzt auch keine Probleme, großartig. Außer halt, dass halt mal ein wenig ruckelt, ne? So. Die Bäume wachsen eh gerade nicht. Du bist dann lebensfroh, das ist erst sehr schön. Oh, da muss ich erstmal Schüssen gucken. Nope, da ist nichts Neues dabei. Das darf ruhig weiterarbeiten. Oh Gott, das hat jetzt aber auch ganz kurz staxiert. Und er wird links nicht fertig mit dem Nachreichen. Ah doch, Schaden. Schade. Wollte ich sagen. Schade, schade. Okay, ich weiß noch nicht, was ich mit den Sachen mache, die überbleiben. Es bleiben ja immer irgendwelche Sachen im Nachhinein über. Ja, das Einzige, was ich machen könnte, wäre halt verschwenderisch bauen. Aber nein, das tue ich nicht. So, dann gucken wir mal. Warte mal. Genau, so, Bürostuhl. War das jetzt ein bestimmter Tisch? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, verdammt. Zwei, vier, sechs. Ja, komm. So. Notfalls verkaufe ich wieder einen, wenn ich zu viel gekauft habe. Jetzt wünschte ich mir gerade wieder diesen Hyperspeed. Kann ich den irgendwie hier so auslösen mit? Nö. Schön links, rechts, Kombi, ne?
Bunny hoppen vielleicht. Nö, also es gibt keine Möglichkeit, sich zu beschleunigen. Kann man noch so viel auf der Tastatur herumhämmern. Okay, guck halt einen leeren Käfig an. So, was war das denn jetzt? Ah, zwei, okay, ich korrigiere das gleich. Und genau, es war so einer, okay. Dann korrigiere ich das direkt schnell. Dann habe ich auch nicht das Problem, dass ich da irgendwie einen Fehler mache. Das heißt, ich, oder war der 3? 3 zu wenig? Ah, ich korrigiere trotzdem auf 2 runter. So. Und ich hätte natürlich gleich gucken können, was ich noch brauche. Denk mal nicht darauf, dass ich auf die Idee komme, das mir zu merken. Nein, nein. Könnte ja wehtun, sich das zu merken. Sind doch drei. Moment mal. Drei Tische. Drei zu wenig. Ja, dann mache ich doch drei. Okay. Zwei Stühle. Schreibtisch. Okay. Sofa. Einmal beam me up, so ein Motto. Spare ich mir Zeit. Oh, und einmal. Okay. So. Also, dich weg. Dann auf 3 erhöhen. Dann noch die Stühle dazu. Oder hatte ich Ranchstuhl gekauft? Ich glaube, ich hatte Ranchstühle gekauft, ne? Ich habe einfach edler eingeben. So, und davon mache ich 2. Sofa war das ja, nicht Couch. Sofa. Dann kommt noch mal so ein rundes. Und ein Fernseher. TV-Bank kommt natürlich auch, da muss ja der Fernseher drauf. So. Und ein Regal. Bin ich zumindest der Meinung, dass es auch noch vonnöten war. So. Jetzt ganz schnell nochmal zum Markt rennen. Ein bisschen was aus dem Inventar loswerden. Sonst kann ich das nicht abholen. Ich muss eh gleich nochmal gucken, wie viel ich da jetzt bestellt habe. Ich bin aber auf jeden Fall wieder gut auf 3000 runter. Du kostet mich richtig was, weißt du das? Erstmal schön die Leute anmeckern, weil sie eigentlich was kosten. Ja, das war intelligent hochklingen. So.
Okay, ich weiß, das ist jetzt nicht gerade die optimalste Möglichkeit, wie ich verkaufe. So, aber ich glaube, dass das genügend Inventarplatz erstmal ist. Ich gucke schnell nochmal nach, was da stand, ob da wirklich Bücherregal steht. Ja, ich weiß, dass ich langsam müde werde. Oder ob da was anderes stand. Tische kommen, Stühle kommen. Schreibtisch ist noch nicht. Sofa kommt, Bücherregal. Fernseher und Bürostuhl habe ich auch, glaube ich, schon. Ach komm, wir machen das wieder so. Wupp. Mache ich, glaube ich, ab sofort immer so, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, es wäre jetzt eh nur derselbe Weg zurück. Also hin und zurück ist derselbe Weg. Dann mache ich das ab sofort immer so. Ganz einfach. So, schnell noch die Sachen wieder eingesammelt, offensichtlich. Warte mal, eins, drei, vier, fünf, sechs. Wie viel kommt da an? Sieben Sachen. Kurz nachgeguckt. Ja, das stimmt alles. Bücherregal ist das doch, oder? Genau. Dann muss ich halt gucken. Dich stelle ich jetzt mal eben aus. Gehe schlafen. So, wache auf. Und werde erfreut sein, denn es regnet. Ich höre es zumindest regnen. Sonnenblumen dauert noch. Ah, okay. So, so. Ja. Ich und meine Sortiererei, ne? Na gut. Dann würde ich sagen, kümmere ich mich darum, jetzt noch das reinzupacken. Ich glaube, die Folge ist eh ein kleines Stück länger. Or other say I hope. Und ja. Ich weiß mal jetzt nicht, was mit dem ist mit dem Pilzhaus. Da werde ich das logischerweise auch noch zubauen, sobald ich die Artikel dafür habe. Aber vorher kümmere ich mich halt wirklich noch in dieser Folge um das Haus hier vorne und dann erst um die anderen. Einfach nur zur Übersicht. Du bleibst schön auf der 2. Und noch mal ein paar Fossilien. Ach ja. Irgendwann habe ich zu viel von irgendetwas und dann passiert es. Dann brauche ich nichts mehr machen. Dann ist einfach das Spiel automatisch. Nein, keine Ahnung. Aber ich finde das ja jetzt mit den Abernten, hätte ich das früher gewusst, hätte ich mir wahrscheinlich ein, zwei Folgen gespart. Jetzt so in der Hinsicht. Aber sonst ist ja auch sonst nichts relevant gewesen, sag ich mal so, ne? Daran. So, ich werde jetzt gleich wieder die Fossilpoliermaschine anschmeißen. So. Das Bücherregal
Ich bin halt überlegen, ob ich es hier reinpacke, so hier in der Ecke. Also hier. Aber das macht den Raum irgendwie noch kleiner. Oder ob ich es halt hier hinstelle. Weil der Raum ist ja gigantisch eh und da fällt das dann nicht so auf. Ja doch, ich mach den erstmal hier hin. Wenn es mir allgemein nicht gefällt, so in der Übersicht im Nachhinein, dann kann ich ja immer noch ändern. So, schöne Sitzecke hier. Dann kann man so rüber gucken. Kriegt man zwar einen steifen Nacken, aber hey. Und fertig. Oh Gott, ist der klein. Zählt der überhaupt? Ja, das zählt. So. Bürostuhl noch platzieren. Sollte ich auch dann ausrüsten. So, und dann kommt hier der Schreibtisch hin. Ich glaube, alles hat zwar keine, aber man kann ja trotzdem nachgucken. Naja, wie ich schon gesagt habe, ne? Ich glaube, hat keine, ne? So heißt das. Mal sehen, ich labe ihn gerade mal zu. Danke, Jamie, dass du ihn wegschiebst. Ja. Ich habe irgendwie keine Ahnung. Was sagt denn die Zeit? Die Zeit sagt, wir sind drüber. Dann würde ich sagen, nach Hause. Geht nicht, okay. Dann halt nicht. Dann laufe ich. Das kann auch nicht funktionieren. Gut. Dann. Ah, werde ich doch jetzt nach Hause gebeamt. Ich wollte gerade sagen, da mache ich jetzt hier an der Stelle einen Komplett-Cut. Aber wenn es sich dazu entscheidet, doch noch zu funktionieren am Ende, ist ja alles in Ordnung. Nicht wahr? Na gut. Wie schaut es eigentlich aus? Noch 14 übrig? Ach komm, die 14 nehmen wir noch jetzt mit. Wenn es geht. Ach ja, das Geräusch einer laufenden Maschine ist so schön. So, noch 13. Es dauert halt doch ein bisschen länger als erwartet. Aber dafür kann ich ja nichts. Noch 12. Komm, mach schneller. Okay. Irgendwie. Ich weiß, ich bin jetzt irgendwo bei 28, 29 Minuten plus minus Cut. Also, keine Sorge. Ich will zumindest noch bis auf 10 runter. Den Rest mache ich dann. Komm, komm. So, dann würde ich sagen, war es zwar schön, aber wir haben leider nicht das bekommen, was ich erhofft hatte. Das heißt, ich werde, wenn mich das Spiel lässt, das hier reinpacken. Die letzten 10. Und werde wahrscheinlich einfach im Off sammeln. Ich krieg ein zu viel heute, ne? Kannst du dich einfach mal bitte da platzieren? Ach, Leute. Ah, okay, jetzt.
Gut, dann mache ich jetzt aber wirklich Schluss. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, schöne Tage. Ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao.